Also willkommen zu der Berufs- und Weltmeisterschaft in Sao Paulo. Soyez les bienvenus, nous sommes de nouveau et encore et toujours à Sao Paulo pour les concours mondiaux des professions World Skis. Was bedeutet aber World Skis? Das sind 1230 Teilnehmerinnen und Teilnehmer von 63 Nationen, 50 Berufe, 50 Professions, qui sont représentées ici par 1230 participantes et participants qui sont issus de 63 nations. Aber Berufe, was haben wir für Berufe? Zum Beispiel Konditorei, les Confiseurs sont également de la partie. Wie sieht es aus in der Schweiz? Werden wir einmal Swissskills, besser gesagt Worldskills in der Schweiz sehen? Es kommt noch eine Occasion, da war das Worldskills in Suisse. Das ist durchaus möglich. Wir haben ein Projekt, das vorsieht, dass wir 2021 allenfalls in Basel Worldskills durchführen könnten. Ob aber die Schweiz den Zuschlag erhält, wird erst 2017 auskommen. D'accord, donc soyez prêts à regarder vos agendas en 2021 pour voir si vous avez date de libre, puisqu'il est possible que Bâle soit sur les rangs pour accueillir les World Skills, mais ce serait seulement en 2021. Was hast du für eine Aufgabe überhaupt, dass, ja, dass wir ein bisschen mehr wissen, was du musst hier machen während deiner Competition? Daher geht es darum, eine Software für einen Marathonveranstalter zu programmieren über die 4 Tage. Da muss man einerseits muss ich einen Läufer einloggen können, die Verwaltung muss die Läufer managen, muss so Rennpaket verteilen, Startnummer verteilen, Ranglisten erstellen. Und zusätzlich gibt es noch Sponsoren, wo einzelne Läufer oder Private, wo einzelne Läufer sponsoren. Und das Ganze wird dann an Hilfsorganisationen gespendet. Und das Ganze müssen wir mit einer Software jetzt verwalten. D'accord, donc un software qu'il doit programmer pour un marathon, donc il doit tout y avoir, aussi la possibilité de s'inscrire pour un participant, les sponsors qui sponsorisent un ou l'autre de ces participants, et tout ceci ensuite doit être même en fait relié à un sponsoring sur la fin. Wie läuft's? Bist du fast parat, fast am Ziel, kann man so sagen? Ja, wir haben jetzt noch anderthalb Tage, also der grösste Teil der Software selber ist gemacht. Mir selber ist jetzt am ersten Tag weniger gut gelaufen, aber seitdem steigere ich mich laufen. Es kommt immer besser. D'accord, donc il est en constante amélioration, semble-t-il que le premier jour c'était un peu bof-bof, mais là il est en train de voir que ça se passe pas si mal. Der David ist jetzt gerade dran für seinen Wettkampf. Und Helene, ich habe das Gefühl, es fiebert auch ein bisschen innerlich bei dir. Ist das so? Ja, also ich fiebere extrem mit, weil ich merke, die Anspannung ist immer grösser. Und gleichzeitig habe ich auch ein gutes Gefühl, weil er ist einfach parat. Er ist angekommen hier. Und jetzt wird er zeigen, was er kann. Okay, c'est important de savoir que la maman de David, donc Hélène, elle a un bon sentiment, une bonne impression, parce qu'il a l'air assez prêt, son fils David. Et puis bon, ben c'est clair, elle est aussi un petit peu en plein dedans, c'est normal. Andreas, wie ist es gelaufen bis jetzt? Eben 3 Tage schon Wettkampf, es geht dann noch weiter, du hast noch ein paar Stunden noch etwas zu machen. Comment ça fonctionne jusqu'à présent pour toi? Ja, der erste Tag ist eigentlich, der Start war ganz schlecht. Das Material hat mich dort ein bisschen enttäuscht, es war nicht gerade ganz Schweizer Qualität. Und dann bin ich eigentlich relativ zu Boden geschlagen und musste dann gleich halt starten. Und habe das Möglichste daraus gemacht. Und dann, ja, ist eigentlich dementsprechend noch gut rausgekommen. Und jetzt, die 2 letzten Tage bin ich eigentlich gut reingekommen. Also ist besser gegangen als der erste. Aber mit der Zeit bin ich gerne noch ein bisschen am Kämpfen. Und heute habe ich noch den Plan falsch gelesen. Das war auch schade, aber sonst im Grossen und Ganzen kann ich mittlerweile zufrieden sein. D'accord. Le premier jour a été un petit peu chaotique comme départ. Ensuite, c'est un petit peu allé mieux. Par contre, le dernier jour, donc le troisième pour lui, il a un petit peu lu le plan d'une mauvaise façon. Mais enfin, il a quand même réussi à tirer son épingle du jeu. Hello. Steven ist jetzt fertig mit seiner Aufgabe. Unser Koch, Steven, notre cuisinier. Super, super Empfang für dich. Ja, ist grandios. Wie ist es gegangen? Keine Emotionen jetzt? Ja, ist ein super Erlebnis, wenn man mal fertig ist. Richtig Gänsehaut.
Hast du genug Zeit gehabt? Ja, genug Zeit gehabt, aber es war knapp gesehen. Ja. Und schmeckt's? Ich hoffe es doch, ja. Effectivement, il a réussi à terminer ses trois jours de compétition ici dans cette catégorie des cuisiniers. Et ben, soyons, enfin, espérons que les juges seront indulgents avec ce qu'il a fait comme travail. Vos erste Moment, si vous avez dit, oh, yes, vous avez noch aimé, gas, gas, sus, je vais se réveiller knapp. Parce qu'à un moment donné, tu t'es dit, là, il faut que je mette un petit peu la compresse. Also, ich habe von Anfang an gewusst, dass ich nicht allzu viel Zeit habe hier. Im Gegensatz zu den anderen zwei Tagen. Und Vollgas durch die ganze Zeit, ja. Und jetzt, wie geht's weiter? Mal duschen, anfahren und morgen den Tag genießen. Effectivement. Il a l'avantage de pouvoir aller maintenant se doucher, se calmer et demain, eh bien, d'utiliser sa journée pour ne rien faire d'autre que rien faire. Unsere Schweizer Kandidatinnen und Kandidaten haben heute noch den ganzen Tag gekämpft, für ihre Arbeit zu erledigen. Übrigens, ein paar von diesen Kandidaten haben ihre Arbeit abgegeben. C'est vrai que cette journée est une journée un petit peu transitoire, puisqu'il y a passablement déjà de candidats eh bien, qui ont remis leurs travaux finaux, mais il y a encore d'autres qui sont bien sûr en compétition jusqu'à demain samedi. Das war's für Sao Paulo für heute. C'en est tout pour cette émission consacrée à Sao Paulo, les World Skills Competitions.